ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ja, nach einer Woche der unkreativen Pause melde ich mich mit einem neuen Video bei euch zurück und ich erfülle meiner lieben Abonnentin Uli einen kleinen Wunsch, denn heute melde ich mich mit einem What's in my bag Video bei euch zurück. Die liebe Uli hatte sich das schon fairerweise diverse Male gewünscht, aber als ich mir mein letztes What's in my bag Video angesehen habe, das verlinke ich euch einmal hier oben. Hier seht ihr die kleine Jenny von vor 6 Jahren mit exakt derselben Tasche wie heute. Also deswegen habe ich so ein bisschen gezögert, denn ja, ich habe seit 6 Jahren tatsächlich täglich dieselbe Tasche in Gebrauch. Ich habe eine schöne Taschensammlung, eine hochwertige Taschensammlung. Aber irgendwie nutze ich seit 6 Jahren tatsächlich dieselbe Tasche und ich dachte mir, nicht, dass es irgendwie ein bisschen langweilig ist und ja, habe mich da so ein kleines bisschen vorgesträubt. In diesem Jahr ging ja wieder ein neuer What's in my bag Tag um. Ich weiß, die liebe Anja vom Kanal Graufalter 50 hat mitgemacht, aber irgendwie konnte mich auch das nicht so ganz reizen, aber als ich jetzt auf der Suche nach Ideen war, hat die liebe Uli das wieder vorgeschlagen und ich dachte mir, komm, dann ist es jetzt so, heute seht ihr also ein aktuelles What's in my bag Video, also was befindet sich in meiner Tasche. Und ich würde sagen, ich nutze die Chance, meine Tasche zum einen aufzuräumen. Also ich habe sie wirklich nicht vorbereitet, ich habe sie aus dem Flur geschnappt, sie mir auf den Schoß gestellt. Und ja, weiß natürlich so grob, was drin ist, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen viel Müll drin. Von daher nutze ich das Video heute, um sie auch ein kleines bisschen aufzuräumen. Das heißt für euch, dass ich das Intro an dieser Stelle beende, mich nochmal explizit bei der lieben Uli für den schönen Vorschlag bedanke und euch, ja, jetzt ganz viel Spaß bei dem What's in my bag Tag wünsche. Ich hatte es euch ja eben schon gesagt, es ist dieselbe Tasche wie vor 6 Jahren auch. Und zwar wäre das hier meine Michael Kors Tasche. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen nah dran. Ihr seht die natürlich nicht in voller Pracht jetzt. Ich bin normalerweise kein Fan der klassischen Michael Kors Taschen, da sie mir einfach zu doll Michael Kors schreien. Also ich bin ein Fan von Taschen, wo man die Marke jetzt nicht auf den ersten Blick sehen kann. Und bei Michael Kors sieht man es ja meistens schon. Hier seht ihr jetzt nur den kleinen Michael Kors Schriftzug hier oben. Ansonsten, was ich bei dieser Tasche sehr schön finde, Michael Kors hat ja sonst dieses sehr steife, fast schon ja künstliche Leder. Ich glaube, es ist sogar Kunstleder. Ich bin mir aber nicht sicher. Und das hier ist wirklich, wie man sehen kann, eine richtig weiche, richtig squishige Tasche. Und ganz ehrlich, sie hat keine Nutzungserscheinungen. Ich trage dieses Ding jetzt schon seit 6 Jahren durch die Weltgeschichte. Es hat mich überall hin begleitet und sie sieht aus wie neu. Also ich pflege sie wirklich überhaupt nicht, ich wachse sie nicht, ich mache gar nichts mit der. Und ich finde dafür, dass ich sie jetzt schon 6 Jahre habe, also ich liebe diese Tasche. Ich kann es nicht anders sagen. Ich glaube, ich habe dafür damals knappe 280 Euro gezahlt, würde ich sagen. Ich bin mir nicht mehr sicher, es ist halt schon, ne, verdammt lange her. Aber das hier ist auf jeden Fall die Tasche, die ich, ja, seit 6 Jahren benutze. Ich habe die Tasche jetzt mal aufgemacht und hier wäre einmal der erste Blick in meine Tasche. Ich muss sagen, ich trage auch parallel immer einen Beutel mit mir rum, wo mein Essen für die Arbeit drin ist oder ein Regenschirm oder. Also ich habe praktisch immer noch einen extra Beutel mit. Ich würde sagen, ich packe jetzt erstmal den Inhalt der kleinen Seitenfächer aus. Im ersten Seitenfach hätten wir einmal, ganz wichtig, Handdesinfektionsmittel. Das hier ist jetzt tatsächlich so gut wie leer. Das ist das, was ich noch, ja, in Italien gekauft hatte. Und das ist jetzt tatsächlich, ja, in den letzten Zügen. Aber ja, seit der Pandemie eigentlich ein ganz fester Bestandteil in meiner Tasche. Das heißt, das muss ich dringend auffüllen. Dann haben wir hier ebenfalls aus Italien und seit Juni auch tatsächlich nicht mehr benutzt, von SVR einfach so einen Lippenpflegestift. Den hatte ich mir auch in Italien gekauft, aber habe ihn, ja, seitdem auch nicht mehr wirklich benutzt. Und hier hätten wir einmal, das muss ich mal so ein kleines bisschen verstecken, meinen Mitarbeiterausweis vom Krankenhaus.
ja, den muss ich natürlich auch täglich dann mit mir rumtragen. Damit komme ich ins Krankenhaus rein. Ist nicht das Schönste. Das müsste ich eigentlich mal erneuern. Da bin ich dann doch ein kleines bisschen eitel, aber irgendwie fehlt mir da immer die Lust und die Muße und die Zeit. Aber das ist auf jeden Fall mein kleiner Ausweis. Ja, und diese drei Sachen wären einmal in der ersten Tasche gewesen. Die nächsten drei Seitentaschen habe ich mal zusammengefasst, damit ich nicht nach jeder Seitentasche eine kleine Pause machen muss. Zum einen hätten wir in der einen Seitentasche einmal, ja, meine Pille gehabt. Die habe ich eigentlich immer in meiner Tasche drin. Also ich habe die eigentlich nie außerhalb, dass, wenn ich mal unterwegs bin, zumindest sichergestellt ist, ja, dass ich meine Pille regelmäßig nehme. Dann im selben Seitenfach befand sich eine Handcreme, und zwar von Rituals, die Ritual of Sakura Handcreme. Die riecht sehr gut, muss ich sagen. Also die benutze ich tatsächlich relativ selten, weil ich es nicht mag, mit glitschigen Händen in der Bahn zu sitzen. Aber sonst vom Duft her finde ich die auf jeden Fall sehr angenehm. In der dritten Seitentasche befand sich das hier, ein Schloss mit dem dazugehörigen Schlüssel. Der ist für meinen Spind auf der Arbeit. Ihr wisst ja, ich habe da so ein Reha-Programm absolviert, beziehungsweise bin jetzt beim letzten Termin. Und da müssen wir eben unsere Spinde, ja, jeder für sich abschließen. Und da trage ich halt seitdem immer so ein kleines Schlüssel mit Schloss durch die Gegend. Ist wahrscheinlich auch sonst praktisch, muss ich sagen. Dann, das sollte ich vielleicht mal aus meiner Tasche rauspacken, hätten wir von M. Asam einen Blush. Ich war nämlich am Freitag noch bei Rossmann und habe anscheinend vergessen, den Blush aus meiner Tasche zu holen. Das ist der Satin Blush in der Farbe Peachy Rose und ich fand den einfach so schön, ja, dass der am Freitag irgendwie bei mir mit in den Warenkorb hüpfen durfte. Ich habe zwar eigentlich genug, aber irgendwie fand ich den so schön, ja, dass er halt mit durfte. Dann, da muss ich euch auch einmal kurz gucken, schauen, was ich euch zeigen kann. Wir waren nämlich bei Verwandten und die haben einen kleinen Sohn. Und der Sohn hat eine kleine Kinderkamera, die erstaunlich gut ist. Ja, und da haben wir halt so kleine Fotos gemacht. Ich glaube, hier sind meist noch andere Leute drauf. Ja, hier gibt es ein kleines, etwas angeschickertes Foto von mir. Das kann man Gott sei Dank nur sehr schlecht erkennen. Da hatte ich auf jeden Fall schon ein bisschen was an Weinintus. Ganz witziges Ding, also ich glaube, als Kind wäre ich auch nur mit dieser Kamera durch die Gegend gelaufen. Dann zwei Sachen haben sich noch in den Seitentaschen versteckt. Einmal eine etwas ranzig aussehende Packung Taschentücher. Ich bin nämlich eigentlich immer die, die sich Taschentücher besorgen muss. Also ich habe irgendwie nie Taschentücher mit in der Tasche und wenn, ja, dann sehen sie ein kleines bisschen ranzig aus. Und zu guter Letzt von Luxie noch aus der Wonder Woman LE diesen wunderschönen Taschenspiegel. Der ist einmal, ja, einmal mit Vergrößerung, einmal ohne. Wunderschönes Teil, das ist auch der einzige Grund, warum ich den behalte. Denn ganz ehrlich, ich benutze den so gut wie nie. Also wenn, dann gucke ich kurz auf mein Handy, mache die Fotofunktion an. Aber so einen richtig klassischen Taschenspiegel nutze ich eigentlich nicht. Aber dadurch, dass er wirklich zu schön ist, als dass ich ihn hätte, ja, draußen liegen lassen können, ist er einfach in meine Tasche gewandert, fristet da sein trauriges Dasein. Aber er ist einfach zu schön, als dass ich ihn hätte, ja, weitergeben können. So, das war der Inhalt der vier kleinen Nebenfächer. Das heißt, wir machen jetzt einmal mit dem Hauptfach und den, ja, essentiellen Sachen weiter. Zum einen hätten wir hier einmal stellvertretend ein Buch. Aktuell ist das von Colin Andrews, das Buch Implant. Das ist ein englischer Polit-Medizin-Thriller, würde ich sagen. Sieht schon richtig gebraucht, richtig ranzig, gelb und geliebt aus. Ich liebe solche Bücher. Also ein Buch findet ihr eigentlich immer in meiner Tasche. Vorzugsweise solche abgewetzten Schinken. Das habe ich jetzt von meiner Kollegin ausgeliehen bekommen. Das heißt, sie hat auch gesagt, hier trauert sie dem auch nicht hinterher in der Tasche. Wird natürlich gut hin und her geschüttelt, aber ihr seht, das würde dem Buch keinen Abbruch tun. Ich brauche ein Buch. Also ich lese eigentlich so gut wie jede Bahnfahrt, jede Zugfahrt und da brauche ich immer so ein kleines bisschen Unterhaltung. Ich muss sagen, das gefällt mir jetzt tatsächlich nicht ganz so gut. Also man kann es schon lesen, so ist es nicht.
Aber mir persönlich ist es fast schon so ein kleines bisschen zu viel Politik. Das ist nicht ganz so mein Interessengebiet. Aber prinzipiell ist ein Buch auf jeden Fall immer ein absolutes Must-Have. In meinem letzten Video hatte ich eine knallorangefarbene Brieftasche von Michael Kors, die ich damals von meiner ersten Arbeitsstelle als Abschiedsgeschenk bekommen habe. Das hat sich mittlerweile geändert. Ich habe nämlich eine mittlerweile nicht mehr neue, aber schon irgendwie neue Geldbörse. Und zwar wäre das hier ein langes Portemonnaie von Liebeskind. Und ich liebe dieses Portemonnaie, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es sieht relativ unspektakulär aus, in der Kamera kommt es auch nicht so schön rüber, aber das ist ein richtig eingekerbtes Leder, sodass es eben so eine Schlangenlook-Optik hat. Ich liebe dieses Portemonnaie, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich möchte wahrscheinlich nie wieder ein anderes Portemonnaie haben und trauere schon dem Tag hinterher, an dem dieses Portemonnaie seinen Geist aufgeben wird, aber es ist einfach nur bildschön. Kleine Story nebenbei. Ich habe dieses Portemonnaie von Anfang an sehr, sehr pfleglich behandelt. Ich habe es imprägniert, ich habe alles getan. Und ohne Witz, in der ersten Woche, wo ich dieses Portemonnaie hatte, bin ich auf dem Weg zur Arbeit gewesen, habe irgendwas aus meinem Portemonnaie, ich glaube Geld, rausholen wollen und mir ist in der ersten Woche dieses Portemonnaie direkt in eine Pfütze gefallen. Direkt in der ersten Woche landete dieses wunderschöne Portemonnaie, was übrigens aus richtigem, echtem Leder ist, in einer Pfütze. Mir ist noch nie ein Portemonnaie in eine Pfütze gefallen. Noch nie. Mir ist seitdem auch noch nie das Portemonnaie erneut in eine Pfütze gefallen. Aber eine Woche später, ja, also, ja, es hat aber alles gut überlebt. Ich habe es sehr gewissenhaft sauber gemacht und nochmal neu imprägniert. Und ja, das ist einfach meine absolut liebste, liebste, liebste Brieftasche von Liebeskind. Die sieht recht dick aus. Das liegt nicht daran, dass ich so viel Geld habe, sondern dass ich meine Monatskarten der letzten 2,5 Jahre hier irgendwie drin habe. Von daher müsste ich das auch mal wieder aussortieren. Aber ja, das ist mein Portemonnaie. Wir machen weiter mit dem nächsten absolut unverzichtbarsten Produkt. Und zwar wären das Kopfhörer. Ich höre täglich Musik auf dem Weg zur Arbeit, zurück von der Arbeit. Also ohne Kopfhörer gehe ich tatsächlich nicht aus dem Haus, da ich eigentlich immer irgendwas am Laufen haben muss sozusagen. Das hier sind jetzt die ganz normalen alten Apple-Kopfhörer. Ich werde wahrscheinlich nicht auf die AirPods umswitchen, da ich irgendwie ja dieses Sicherheitsgefühl von der Schnur brauche. Mir fallen die so oft runter und ich wäre wahrscheinlich die Erste, die diese super teuren AirPods verlieren würde. Von daher bleibe ich bei dem alten Modell. Dann, ja, ein weiteres Essential, wenn man so möchte. Mein Schlüsselbund ist immer noch genau derselbe, wie vor 6 Jahren auch, nur eben jetzt mit anderen Schlüsseln. Das ist mein, ja, Schlüsselband, welches ich, und jetzt haltet euch fest, seit bestimmt 14 Jahren habe. Und genau wie bei der Tasche, man sieht es dem Band nicht an. Das ist noch vom Maschseefest hier in Hannover und hier hätten wir einmal noch Bacardis Rigo drauf. Rigo war früher vor ein paar Jahren ein Alkopop, der tatsächlich auch sehr, sehr gut geschmeckt hat, den es heute aber leider nicht mehr gibt. Ja, der war damals irgendwie als Sponsor beim Maschseefest hier in Hannover vertreten und seitdem trage ich wirklich dieses riesengroße Schlüsselband an meinem Schlüssel. Gibt es schönere Schlüsselanhänger? Auf jeden Fall. Habe ich vielleicht auch schon Schlüsselanhänger zu Hause? Klar, aber ich kann mich einfach nicht von meinem, wie mein Mann immer so schön sagt, Sportlehrerschlüssel trennen. Von daher werde ich den wahrscheinlich gefühlt mein Leben lang behalten. Man findet bei mir in der Tasche zwar keine Taschentücher, aber ein Produkt, welches man auf jeden Fall immer findet, sind Kaugummis. Also Kaugummis, ohne Kaugummis gehe ich tatsächlich nicht aus dem Haus. Ich bin 24/7 gefühlt am Kaugummi kauen. Gut, nachts natürlich nicht, aber ich habe einfach irgendwie immer was zwischen den Zähnen. Ich mag diesen pfefferminzigen Geschmack im Mund. Man hat immer guten Atem, man hat immer frischen Atem. Und ja, ich habe also immer auf Teufel komm raus eine Packung Kaugummi mit dabei und meistens tatsächlich auch so ein ganz klassisches Scrunchie oder ein Sprunchie von
Invisibobble, darauf bin ich ja eigentlich normalerweise umgestiegen. Das hier ist jetzt ein ganz klassisches schwarzes Scrunchie. Sowas habe ich halt auch irgendwie immer in der Tasche. Auf der Arbeit brauche ich es natürlich, um meine Haare wegzubinden, die irgendwie sowieso so lang sind, dass sie mir dauernd irgendwie irgendwo im Weg rumhängen. Von daher brauche ich auf jeden Fall immer irgendeine Art von Haargummi. Dann haben wir hier noch den Schulterriemen der Tasche mit drin. Den könnte ich eigentlich oder den müsste ich auch mal rauspacken. Denn normalerweise trage ich meine Taschen am liebsten crossbody, sprich einmal ja, an der Seite hängend. Aber mir ist hier leider das Verbindungsstück kaputt gegangen. Also auch wirklich irreparabel kaputt gegangen. Von daher kann ich die Tasche gerade aktuell tatsächlich nicht mehr crossbody tragen. Ich habe das Band aber trotzdem noch aufgehoben. Ich glaube, ich werde es auch einfach so machen, dass ich mir einfach irgendeine Art von Karabinerhaken kaufen werde und den nochmal ersetzen werde. Denn ich mag es irgendwie nicht, meine Taschen so über dem Arm zu tragen. Das sieht irgendwie immer schicker aus, als ich es bin. Ich bevorzuge da doch die Crossbody-Variante, muss ich sagen. Von daher sollte ich mir hier wahrscheinlich einfach nochmal neu, ja, einen Karabinerhaken holen. Wieder erwarten sind wir doch schon nahezu am Ende angekommen. Also ich hätte gedacht, dass ich mehr Mist in meiner Tasche habe, um ehrlich zu sein. Ich hätte noch einmal hier ja, zwei Kugelschreiber in meiner Tasche. Super praktisch, wenn man sich zwischendrin wirklich mal was aufschreiben muss, wenn jemand einen nach einem Stift fragt, wenn man einfach ja, irgendwo mal spontan unterschreiben muss, keine Ahnung wo, oder jetzt zu Covid-Zeiten haben ja sowieso viele Leute ihren eigenen Kugelschreiber dabei. Also finde ich auf jeden Fall auch super praktisch. Ja, und dann hätten wir hier halt die losen Zetteleien, beziehungsweise von Giorgio Armani einmal ein Brillenputztuch. Das stammt wahrscheinlich von meiner Sonnenbrille, die ich in Italien gekauft habe, denn sonst wüsste ich nicht, wie das in meine Tasche kommen sollte. Dann hätten wir hier einmal einen Kassenzettel von der Deutschen Post. Da habe ich mal wieder ein Paket weggebracht. Hier haben wir ja, die dazugehörige Sendungsnummer des Paketes. Dann hätten wir hier einen TK Maxx Kassenzettel in Höhe von 51 Euro. Ich glaube, da war ich für meine Freundin Nadine Halloween-Einkäufe besorgen. Dann dieses zusammengefaltete Blatt Papier ist mein Trainingsplan von der Reha-Maßnahme. Dann hätten wir hier noch einmal ein Flugticket von Hannover nach Paris und von Paris nach Rom. Genau, das war das Ticket zu unserem Rom-Urlaub. Und zu guter Letzt noch ein sehr, was ist das denn? Lusottica Group in Milano. Es scheint auch aus dem Italienurlaub zu sein, aber ich habe, ach, Emporio Armani. Ja, das ist anscheinend meine Bedienungsanleitung für die Sonnenbrille. Was steht denn da jetzt so großartig drin? Eieiei, das ist ziemlich viel. Informationen des Herstellers. Ach so, der Einsatzbereich, die allgemeinen Informationen mit hervorragenden optischen Eigenschaften. Und sie sind schlagfest im Sinne der Norm USFDA-Nummer, schieß mich tot. Gebrauchseinschränkungen, Pflege und Aufbewahrung. Ja, und das war der letzte lose Zettel, der sich in meiner Tasche befunden hat. Das heißt, sie war gar nicht so voll wie befürchtet und sie war auch gar nicht so vermüllt wie befürchtet. So, ihr Lieben, und vor allem so, liebe Uli, wir wären einmal, ja, am Ende meines What's in my bag Videos angekommen. Ich hatte es ja eben schon gesagt, ich hätte gedacht, ich habe mehr in meiner Tasche und vor allem hätte ich gedacht, dass ich mehr Müll in meiner Tasche habe. Aber es hielt sich glücklicherweise in Grenzen und wie gesagt, ich habe nicht vorher aufgeräumt. Also das war wirklich die Tasche, wie sie im Flur stand, wie ich sie da am Freitag zurückgelassen habe, weil gestern waren wir nur einkaufen, da habe ich meine Tasche jetzt nicht mitgeschleppt. Aber ich hoffe, liebe Uli, dass ich dir mit diesem Video eine kleine Freude machen konnte und ich danke dir natürlich für deinen Vorschlag, weil in der letzten Woche fehlte es mir tatsächlich an Videoideen. Ich war nicht motiviert und deswegen habe ich eben ja eine Woche oder habe mir eine Woche Zwangspause verordnet. Wir wären jetzt aber am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr fandet es vielleicht sogar ein bisschen spannend, was sich so in meiner Handtasche, ja, versteckt,
versteckt hat, verborgen hat, wie auch immer man es drehen möchte. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall recht herzlich für euer Einschalten und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns auch bei meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Start in die kommende Woche. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao!